Hallo. Kommt rein. Wir befinden uns heute im Moxie Hotel in Rust. Das hat neu aufgemacht, seit 2 Wochen jetzt. Und wir haben uns recht spontan dazu entschieden, das heute zu buchen, weil wir eh hier in der Ecke sein wollten. Und wir wollten euch doch mal eine schöne Hotelalternative zeigen, abseits der Europapark-Hotels. Von daher, einmal umdrehen. Wir sind hier in einem Standardzimmer. Queen, ja. Queen. Das heißt, es gibt nicht sehr viel, es ist aber alles sehr gut gestaltet, finde ich. Es ist sehr modern gestaltet. Man hat eine Garderobe hier an der Seite, einen Hocker, eine Gepäckablage, einen Fernseher. Wir haben Durchgangszimmer und das Bett. Sehr schön gestaltet. Großes Fenster. Also man hat hier jede Menge Platz. Schreibtisch fehlt, aber braucht man jetzt auch nicht für eine Nacht. Wir haben einen schönen Ausblick. Wir können nämlich direkt auf Silverstar gucken und auf die Hotelterrasse. Das Moxie hat einen Parkplatz hier hinten, einen Parkplatz vorne und eine Tiefgarage, aber die Tiefgarage scheint noch zu renoviert zu werden. Oder ist noch im Bau. Alex, ich sehe da hinten was. Du siehst da hinten was? Das kann doch nicht wahr sein. Ach nee, nicht schon wieder. Sind die, was, die kommen, die, wie krieg, wir haben sie das so totgeschwiegen. Eieiei. Die sind schon wieder da. Wie machen die das immer? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ignorieren. Das Badezimmer. Das Badezimmer hat eine unglaublich große Tür. Und ist recht geräumig. Schöner großer Spiegel mit Licht, eine schöne große Dusche. Wir sind sehr gespannt hier auf das Hotel. Nachher werden wir euch noch alle weiteren Ecken vom Hotel zeigen, ja, damit ihr noch einen besseren Eindruck bekommt. Das Hotel selber ist gar nicht so teuer, finde ich, im Vergleich. 95 Euro. 95 Euro. Frühstück kostet 12 Euro pro Person. Das haben wir jetzt gemacht, haben wir gebucht mit und lass uns mal überraschen, was das Frühstück so beinhaltet. Unten die Lobby sieht schon grandios, bunt, verspielt aus. Die sind super lieb hier. Die haben gesagt, wir dürfen alles anfassen, mit allem spielen, was wir wollen. Hallo, da bin ich auch. Ja, das haben Sie gesagt. Und der Herr war sehr nett gerade unten an der Rezeption. Sie sind sehr locker hier. Sie duzen einen sofort. Das müsst ihr wissen, ne? Das ist kein Business-Hotel. Das ist sehr locker und ja, hip. Weiß ich nicht. Genau, das Moxie selber gehört ja zur Marriott-Kette. Genau, richtig. Genau. Und ja, das war erstmal das Zimmer. Und wir gehen erstmal gleich in die stylische Lobby runter. Und dann werdet ihr mal sehen, wie toll und extravagant das da aussieht. Ja. Also, bis gleich in der Lobby dann. Gerade noch im Hotelzimmer. Jetzt sind wir vor dem Eingang vom Hotel Moxie in Rust. Rust natürlich, Entschuldigung, das heißt ja Rust, ich weiß. Und ja, das ist ganz witzig. Wir sind hier, ich weiß nicht, wie die Straße heißt, aber wir drehen uns mal kurz nach da. Und ihr könnt sehen, in lockerer Gehweite ist das Bellrock? Hotel Bellrock das Signature-Hotel eigentlich hier im Europapark mit dem Leuchtturm und dem Sterne-Restaurant. Aber heute sind wir für euch natürlich. Heute geht es darum. Ins Moxie in Rust. Genau, ganz neu eröffnet vor 2 Wochen. Hat uns der liebe, wie hieß er, Adrian gerade einer, ich weiß nicht, hieß er Adrian? Nee, ja, wir gucken, wir sagen euch noch, wie er heißt, der nette Rezeptionist, der sehr cool drauf war. Und. Genau, und wir waren gerade im Zimmer, jetzt gehen wir einfach mal in die Lobby rein und zeigen euch ein paar Impressionen aus der Lobby. Genau. Es ist wirklich sehr stylisch, aber macht euch euer Bild selber, ihr werdet sehen. Und in der besten Lage hier zum Europapark genau, tatsächlich. Ihr habt ja gesehen, das Bellrock ist direkt hinter uns und der
Gut, ihr dürft natürlich nicht als Moxie-Gäste den Hoteleingang nutzen, der direkt hier hinter liegt. Ihr müsst dann schon zum Haupteingang gehen, aber trotzdem... Kriegt man auch hin. Kriegt man auch hin. Und ihr könnt abends, wenn ihr Bock habt, natürlich auch hier in die Bellrock-Bar gehen. Das geht auch. Oh, aber wir werden auch auf jeden Fall die Bar hier testen. Ja, die testen wir auch gleich für euch. Werdet ihr gleich sehen. Aber erstmal zeigen wir euch ein paar Impressionen jetzt aus der Wasserlobby hier, wie es da aussieht. Und dann sehen wir uns dann in der Hotelbar gleich. Genau, wieder. Das also, machen wir jetzt. Bis gleich. Wir haben uns jetzt leckere Cocktails gegönnt und sitzen hier auf der Terrasse vom Moxie. Elias heißt er übrigens von der Rezeption. Ja. Hat uns die gerade gebracht und es ist einfach super entspannt hier. Wir haben euch, ihr habt schon ein paar Eindrücke jetzt gesehen von der Hotellobby. Ihr habt gesehen, es gibt hier einen Kicker, es gibt hier ein Spielezimmer, es gibt hier alles, was ihr machen wollt. Ihr könnt auch alles hier machen. Es ist einfach. Ja, willkommen im Kindergarten als Erwachsene. Total toll. Ja, und wir haben uns noch zwei Cocktails bestellt. Ich habe einen Moskau Mule, immer wieder sehr lecker. Und die Alex hat sich einen Mojito bestellt. Und den werden wir jetzt genießen hier, schön im Schatten. Sonne ist sehr intensiv am Strahlen. Aber wir sitzen im Schatten, wie gesagt. Und jetzt trinken wir schön entspannt hier unsere Cocktails und genießen den Abend noch hier. Ihr Lieben, vielleicht sieht man sich gleich noch. So, wir haben jetzt gerade im Hotel Moxie in Rust lecker einen Cocktail getrunken. Du hattest ein Mojito. Ich kann es mir nicht merken. Ein Mojito hattest du gehabt, genau. Und ich hatte einen Moskau Mule und noch ein kleines Bierchen. Okay, war ein großes Bier. Ja, war ein großes. Und wir gehen jetzt rüber, was essen. The Grill. Weil The Grill, wir haben es gesehen bei Kevin und Vivi vom Kanal Vivi Bing, schöne Grüße an euch, dass der Grill ganz cool sein soll. Da kommt das Phantasialand-Shuttle. Ey, Peter, was ist denn los? Ich verspreche mich immer wieder. Der Europapark-Shuttle. Genau, da kommt der Europapark-Shuttle und nicht irgendwie, und nicht das Phantasialand-Shuttle, nein. Nee. Na, wir gehen jetzt zu dem Restaurant The Grill. Vielleicht Steak essen. Du wolltest einen Burger essen, ne? Ja. Und bin nicht so Steak-Fan. Nee. Aber das Restaurant ist gleich um die Ecke, weil hier ist das Hotel. Und das Restaurant ist dann gleich da vorne. Ja, irgendwo links, rechts. Genau. Wir müssen nur einmal links und rechts gehen und da ist das Restaurant. Und da werden wir gleich mal gucken, was wir so kriegen. Sehr gespannt. Wir nehmen euch mit. Genau. Na, Alex, wo gehen wir jetzt gleich rein?
Wir gehen jetzt da rein, in The Grill. Ich hoffe, die haben noch ein Plätzchen für uns. Stimmt. So, wir sind angekommen im The Grill. Haben jetzt unser Getränk bekommen. Ich habe mir eine Roséweinschorle genommen. Peter natürlich ein Weizenbier. Den kenne ich nicht anders. Und ja, wir haben jetzt bestellt. Peter hat sich ein Rumpsteak gegönnt. Und ich habe mir den Chicken Burger ausgesucht. Und ja, jetzt warten wir darauf, bis das Essen kommt und lassen es uns gut schmecken. Ja, wie Alex sagte, ich habe mir das Rumpsteak gegönnt, 220 Gramm mit Pfeffersoße und Rosmarinkartoffeln und The Grill. Es ist mal, wir haben bis jetzt Rust noch nie entdeckt, immer nur in den Hotels gewesen. Ne? Aber es ist echt sehr stylisch hier und ja, und vom Moxie Hotel, es ist ja eine Moxie-Vorstellung. Ihr seid in 5 Minuten hier, könnt ihr lecker essen, hoffe ich jedenfalls, weiß ich noch nicht. Werde ich euch noch gleich sagen, ob ihr es lecker essen könnt. Aber es ist wirklich toll und die Klimaanlage funktioniert auch. So, guckt mal hier. Wirklich sehr stylisch, es gibt noch eine zweite Etage. Oben gibt es noch eine große Terrasse, glaube ich. Und ja, sehr toll hier. Also, kommt mal hier in The Grill. In Rust. Gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Rumpsteak. Einen guten Appetit. Alex, wie hat es denn geschmeckt? Sehr gut, aber ist leer. Und alle. Oh nein. Ja. Ich hätte noch 3 Pommes, aber das ist einfach zu viel. Nee, war wirklich sehr, sehr gut. Es kommt auf so ein Brettchen geliefert. So ein Steakmesser hängt da so bombenfest in dem Burger drin dann. Also das hier. Das war ein Kraftakt, das erstmal rauszuholen aus dem Brettchen. Aber es hat geklappt und ja, war sehr, sehr lecker. Fand ich toll. Ja, ich habe jetzt mein Steak gegessen mit dem Pommes und der Pfeffersoße. War wirklich sehr, sehr lecker. Es stand 220 Gramm. Gefühlt waren es 500 Gramm. Ich habe es auch nicht aufgeschafft, ich gebe es zu. Aber es war echt mega lecker. Und ja, wenn ihr mal in Rust seid, im Moxie Hotel oder auch Pension, hier ist ja egal wo, geht mal in The Grill. Das ist hier direkt in der Nähe vom Bell Rock Hotel. Und ihr könnt wirklich sehr, sehr gut hier essen. Also wenn ihr Steaks mögt, Burger und die Richtung. Für Vegetarier, Veganer ist es vielleicht besser. Es ist nicht so geeignet hier. Gibt wahrscheinlich auch was Veganes, habe ich gerade nicht drauf geguckt. Die Karte blenden wir euch mal jetzt an der Seite hier ein. Und ja, aber wirklich sehr schön hier. Kann entspannt sitzen, tolle Location. Kommt mal in The Grill, wenn ihr in Rust seid. Gebt mal den anderen Restaurants eine Chance. Kann man sehr toll essen hier. Guten Morgen aus Rust. Wir haben jetzt im Moxie Hotel übernachtet und nehmen euch jetzt gleich mit zum Frühstück, denke ich mal, Alex. Ne? Das machen wir wohl. Ja, mal sehen, wie das Frühstück hier ist. Wir sind sehr gespannt. Kostet 12 Euro pro Tag, pro Nacht, was auch immer. Und ja, und pro Person. Und wir gucken einfach mal, wie das Frühstück hier im Moxie ist. Ich denke, ganz gut. Bis gleich.
einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite jetzt, nachdem Peter mich im Zimmer überrascht hat, dass er die Kamera benutzt hat. Vielleicht sieht man das auch so eine Millisekunde. Wir haben jetzt lecker gefrühstückt und ich habe irgendwie das Gefühl, Peter kommt immer näher mit der Kamera. Wir haben lecker gefrühstückt. Peter ist diesmal tatsächlich auch selber mit der Kamera durchs Buffet gegangen und hat das Buffet gefilmt. Es gibt eigentlich alles, was man braucht zum Frühstück. Es gibt Marmelade, es gibt Aufschnitt, es gibt leckere Brötchen, es gibt Donuts. Ja, die waren sehr lecker, die Donuts. Cornflakes, Müsli, jede Menge. Es gibt Rührei, aber das war jetzt nicht so mein Fall. Deswegen liegt es noch da. Aber dafür gibt es 1000 andere leckere Sachen. Von daher, man kommt hier nicht hungrig raus. So, und wir werden jetzt einfach Kaffee noch austrinken, Saft noch austrinken. Und dann holen wir unsere Sachen und checken aus. Und dann war es das leider mit dem Moxie. Ja, dann war es das leider mit dem Moxie. Mir hat es auch sehr gut gefallen mit dem Frühstück hier. Ganz Hotel fand ich toll. Sehr schönes Erlebnis hier, sehr lockere Crew. Nochmal Grüße an Elias natürlich. Genau. Und ans Rest des Teams auch. Ihr seid super hier, hat uns sehr gut gefallen. Wir werden bestimmt nochmal wiederkommen. Und ja, wir checken jetzt gleich aus. Und dann war es das mit dem Moxie hier. Aber wir sagen nochmal Hallo von draußen, Tschüss von draußen gleich. Ja, das war unser Aufenthalt im Moxie in Rust. Ja, ja, hat uns sehr gefallen. Ja, es war wirklich sehr schön hier. Und wir können das eigentlich jedem empfehlen, gerade mal als Alternative zu den Freizeitparkhotels hier im Europapark. Ist natürlich auch deutlich günstiger, aber Atmosphäre ist richtig toll und das Team ist super nett. Genau. Versuchen dir alles zu ermöglichen, was nur geht und man kann auch einfach mal nett mit denen quatschen. Genau, und leckere Cocktails mixen sie auch. Richtig. Ja, das war jetzt unser Aufenthalt, wie gesagt, im schönen Moxie. Da hinten ist auch das Bellrock. Genau. Und ja, kommt hier hin, geht mal hin, tolle Alternative. 95 Euro ist jetzt so der Preis, den wir jetzt hatten hier. Richtig. Frühstück 12 Euro, wie gesagt. Aber pro Person, ja. Direkt der Park ist um die Ecke. Es lohnt sich. Kommt hierher, testet das Moxie aus. Das wird euch Spaß machen. Denke ich auch. Und dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Viel Spaß noch auf YouTube. Wir sehen uns.